Hi Leute, ich habe mich vor über einer Woche das letzte Mal gemeldet. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also ich glaube, das war letzte Woche Samstag, wo ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Und heute ist Sonntag. Und der ist jetzt eigentlich auch schon so gut wie vorbei. Ich habe meine pinke Lampe an. Ich hoffe, es stört euch nicht. Aber haben wir lange nicht mehr gehabt, glaube ich, so in dem Licht, oder? Ich weiß es nicht. Wie auch immer. Was soll ich sagen? Ich hatte eine relativ entspannte Woche. Also ich habe weniger gearbeitet, als eigentlich der Plan war tatsächlich. Eigentlich war der Plan, dass ich Montag, Dienstag arbeite, Mittwoch frei habe und Donnerstag arbeite und dann halt Freitag, Samstag, Sonntag frei habe. Und ich habe im Endeffekt den Dienstag auch noch frei gehabt. Ich meine, ich hatte nur von 15 bis 21 Uhr 15 oder so gearbeitet. Aber wie auch immer. Das heißt, ich habe nur Montag gearbeitet, hatte Dienstag und Mittwoch frei und habe Donnerstag gearbeitet. Und dann hatte ich halt Freitag, Samstag, Sonntag frei. Also mega geil. Ich habe aber auch nicht so viel gemacht tatsächlich. Also ich glaube, ich habe Dienstag mein Video für Mittwoch geschnitten, wenn ich mich nicht irre. Und Mittwoch habe ich gar nichts gemacht und nur auf der Couch gelegen, glaube ich. Also tatsächlich nicht so überragend. Und bin ja jetzt von Freitag bis Sonntag, also von Freitag bis heute, im Urlaub gewesen. Wir waren mal wieder in der Spreewaldtherme. Da war ich 2017 oder so das erste Mal. Wenn ich da einen Vlog finde, ist der bestimmt in der Infobox und in der Infokarte. Ich packe euch da einfach mal diesen ersten Teil rein, weil ich glaube, ich habe euch... Waren wir da auch übers Wochenende da? Auf jeden Fall waren wir auch nicht nur einen Tag, obvious da, im Spreewald-Thermo-Hotel, wie auch immer. Und ich glaube, ich habe euch an 3 Tagen oder so mitgenommen. Wie gesagt, der erste Tag ist jetzt einfach mal verlinkt. Ich bin mir nämlich jetzt gar nicht mehr ganz so sicher. Wie auch immer. Und eigentlich wollte ich euch da auch so ein bisschen was filmen. Ich hatte meine Kamera extra mitgenommen. Im Endeffekt hätte ich erst am Sonntag, also heute, angefangen zu filmen. Ich dachte nur, dass ich mich so ein bisschen auf dem Zimmer melde. Naja, was soll ich sagen? Ich habe die Kamera rausgeholt und dann hat sie mir gesagt, Akku erschöpft. Hey, ich habe meine Kamera vorher nicht aufgeladen. In meinem letzten Urlaub habe ich vergessen, die Kamera mitzunehmen. In meinem jetzigen Urlaub habe ich vergessen, sie aufzuladen. Hatte natürlich auch kein Ladekabel bei. Wie lange mache ich hier die Scheiße schon mit YouTube und Vlogs? Sehr lange eigentlich. Ich kann euch nicht mal sagen, wie lange. Und trotzdem vergesse ich sowas immer noch. Naja, was soll's. Im Endeffekt wäre jetzt für diesen Urlaub eh nicht viel Spannendes passiert. Also letzten Urlaub wäre es sinnvoller gewesen, die Kamera beizuhaben, aber whatever. Es war auf jeden Fall so ein richtig entspanntes Wellness-Wochenende. Also wir sind Freitag, als wir da ankamen, aufs Zimmer, bla bla bla, alles da fertig gemacht und so. Und dann sind wir eigentlich schon direkt in die Therme, haben da ein bisschen Zeit verbracht. Das war mega geil, vor allem wenn man in den Außenbereich gegangen ist, also nach draußen geschwommen ist, weil es draußen kalt war und Schnee lag und durch das warme Wasser diese Dämpfe und so, das war total schön. Ich hätte euch das so gerne aufgenommen, aber da darf man ja nicht filmen. Aber ich hätte euch das so gerne gezeigt. Das war so schön. Zeige ich euch so, wie es ist. Es war richtig toll. Hatte was Magisches. Ich meine, wir waren ja schon mal da und ich war ja schon in einigen Thermen und das gehört für mich nicht mit zur schönsten Therme, auf gar keinen Fall. Aber an sich, das Hotel ist einfach klasse und es ist so schön. Und dieser Anschluss direkt in diese Therme ist so schön. Und es war auf jeden Fall sehr schön. Wir sind dann auch irgendwann essen gegangen und dann Abendbrot essen gegangen. Und dann saßen wir noch kurz in der Bar, haben was getrunken. Und dann sind wir da aufs Zimmer. Also wie gesagt, den Freitag ist gar nicht so viel passiert. Den Samstag sind wir aufgestanden, haben gefrühstückt und haben uns dann eigentlich auch schon wieder für die Therme bereit gemacht und sind dann in die Therme. Und ich hatte, also meine Eltern auch, aber ich hatte auch Anwendungen. Also meine Eltern hatten auch jeweils eine Anwendung. Ich hatte 2 Anwendungen. Meine Mutti hätte auch 2 gehabt, wenn eine ihr nicht abgesagt worden wäre. Ich hatte erst eine Kosmetik. Da wurde sich wieder sehr gut um meine Haut gekümmert. Das war sehr schön. Meine Augenbrauen wurden wieder nachgezupft. Ich habe die ja jetzt seit der letzten Kosmetik nicht mehr gezupft. Das heißt, die sind wieder genauso dünn eigentlich wie beim letzten Mal, wo ich bei der Kosmetik war.
Sie hat wahrscheinlich einfach nur gesehen, welche Haare nachgewachsen waren, weil die noch nicht so lang waren wie die anderen und die hat sie einfach weggezupft. Es war ja auch okay für mich. Ja, und es war ja eigentlich mit inbegriffen Augenbrauen und Wimpern färben. Ich habe ihr gesagt, nur Wimpern färben. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, es wäre vielleicht auch nochmal cool gewesen, nochmal die Augenbrauen nachzufärben. Wie auch immer, jetzt habe ich nur Wimpern gefärbt. Sieht man das hier in diesem pinken Licht überhaupt? Aber also ich sehe es und ich finde es ganz schön. Vor allem, wie gesagt, seitdem ich ja jetzt seit letztes Jahr eigentlich, also seit 2020 ja überwiegend, viel ungeschminkt rumlaufe, was ich ja früher nicht gemacht habe. Früher habe ich mindestens immer Mascara aufgetragen. Ist es echt ganz geil eigentlich, wenn man sich die Wimpern färben lässt. Weil ich hab von Natur aus Glück. Ich habe relativ lange Wimpern von Natur aus. Das ist sehr schön. Ja, deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich mache trotzdem ab und zu trotzdem noch Mascara drauf. Einfach für. Ich habe das Gefühl, das macht trotzdem noch mal ein bisschen mehr. Aber ich finde es halt schön, wenn ich eben ungeschminkt rumlaufe, dass trotzdem die Wimpern gefärbt sind. Finde ich irgendwie schön. Ja, und danach hatte ich dann, also sie hat wieder richtig viel in meinem Gesicht gemacht, das war richtig schön. Dann habe ich, das war in der Kosmetik noch mit inbegriffen, noch ein Getränk dazu gehabt. Ich konnte mir aussuchen, ob ich Saft oder einen Sekt trinken will. Dann habe ich mich für einen Sekt entschieden. Hat sie noch gefragt, ob trocken oder halbtrocken. Habe ich gesagt, halbtrocken. Dann habe ich noch einen Sekt getrunken. Ich muss auch sagen, es war eigentlich ganz cool. Vor allem, weil sie mir dann auch nochmal Sachen zu meiner Haut gesagt hat und so. Und von wegen, ich habe eine typische Mischhaut und wie ich sie pflegen muss. Und dass eine bestimmte Pflege im Sommer und eine andere Pflege im Winter, weil man darauf achten muss, ne, wegen warm, kalt und so. Und ich Ja. hatte natürlich auch hier oben schönen Pickel bekommen. Den hatte ich am Morgen noch so ein bisschen daran, ne? Und dann hatte sie gesagt, ah, da hast du dich ja schon so ein bisschen dran Dings, also schon so ein bisschen drum gekümmert. Das heißt, sie muss ja da nicht mehr so viel machen, aber ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt aber gerade gemerkt, dass ich hier jetzt auf einmal einen Pickel bekomme. Richtig unnötig, aber wie auch immer. Habe ich mich jetzt, als ich nach Hause kam, direkt wieder drum gekümmert. Ja, und danach hatte ich noch eine Massage. Und eine Rückenmassage, die war auch richtig gut. Ich hatte die bei einem Mann, war ich ganz froh, weil meistens die Männer einfach ein bisschen mehr Kraft haben. Nicht immer. Zum Beispiel hatte ich auch schon sowas wie Thai-Massagen, also sowas ähnliches. Also auf jeden Fall bei Asiatinnen und die haben ja auch super, also die beherrschen die Technik ja auch richtig gut. Und ich bin nicht so für Massagen, die so ganz leicht und sondern ich brauche schon was Richtiges. Und dann hat, das war richtig toll auf jeden Fall, also fand ich richtig gut. Es war auch nicht unangenehm und hat auch nicht wehgetan, sondern es war perfekt. Ja, und dann war man noch ein bisschen schwimmen, ne, und bla bla, und hat sich noch den restlichen Tag in der Therme aufgehalten. Und dann sind wir auch schon wieder rübergegangen ins Hotel, haben dann wieder uns fertig gemacht fürs Abendbrot, haben Abendbrot gegessen, dann saßen wir wieder danach kurz in der Bar, aber diesmal kürzer als am Freitag. Dann saßen wir aber dafür ein bisschen länger noch auf dem Zimmer und haben gequatscht, glaube ich. Und dann, ja, sind wir auch schon wieder ins Bett und dann war auch schon wieder Sonntag und meine Eltern sind morgens noch in die Therme gegangen. Ich habe gesagt, nee, ich will ein bisschen länger schlafen, ich will jetzt nicht nochmal in die Therme gehen. Dann habe ich mich in Ruhe fertig gemacht und dann sind wir auch schon wieder nach Hause gefahren. Es war halt so ein typisches Wellness-Wochenende, relativ kurz, aber sehr, sehr schön. So ähnlich eigentlich wie das letzte Mal, wo wir da waren, glaube ich. Und also es war toll, das Essen ist da immer super. Also es ist halt Buffet und es ist so geil, wirklich. Ja, also richtig, richtig klasse. Ich war da wieder richtig happy und ich bin froh. Ja. Dass ich da gewesen bin. Also es war richtig klasse. Das hatte ich übrigens bei meiner Kosmetik war auch noch mit inbegriffen. Handpflege oder Fußpflege konnte ich mir aussuchen. Ich habe mich für die Handpflege entschieden, einfach weil ich nicht möchte, dass jemand an meine Füße geht. Deswegen mache ich auch nie irgendwelche Fußmassagen oder diese, es gibt doch diese Fußreflexzonen Massage, keine Ahnung, was auch immer. Mache ich auch nicht, weil ich hasse meine Füße. Ich hasse es, wenn jemand anderes meine Füße anfasst. Oder auch sieht oder anguckt oder ich bin ja selber so unzufrieden mit meinen Füßen und ich bin auch selber nicht der Typ, der sagt, oh geil, ich liebe Füße, ich hasse Füße und vor allem auch meine und versteht ihr, was ich meine? Deswegen, ja, nee, und dann deswegen bin ich immer die Erste, die dann sagt, wenn so, wenn man aussuchen kann zwischen Fuß und Hand, bin ich immer direkt bei Hände und das ist auch schön, eine Handmassage, sage ich euch so, wie es ist. Klar, wenn man einen Beruf hat, wo man viel auf den Beinen ist, so wie bei mir zum Beispiel. Ich glaube, da wäre so eine Fußmassage wirklich mal richtig geil. Keine Frage.
Aber ich möchte nicht, dass mir jemand meine Füße anfasst. Wirklich. I don't like it. Ja, wie gesagt, also es war ein sehr schönes Wochenende. Ich finde es eigentlich voll cool, wenn man so kurz vor Weihnachten, vor allem wo man eh gerade arbeitsmäßig in so Weihnachtsstress ist, nochmal so ein kurzes Wellness-Entspannungswochenende, so eine kurze Auszeit haben kann. Das ist richtig toll. Ja, dann musste ich aber, als ich hier zu Hause heute ankam, direkt mein Video schneiden für heute und das direkt hochladen, weil ich das natürlich vorher nicht geschafft habe oder auch nicht gemacht habe. Das heißt, das Video kam heute erst um 18 Uhr statt um 12. Aber egal, es kam noch, sehr gut. Ich habe morgen noch frei. Ich habe morgen auf jeden Fall noch einen Arzttermin, aber der ist eher gegen Abend. Das heißt, ich habe morgen noch den ganzen Tag Zeit und ich überlege, ob ich mich morgen fertig mache und Videos drehe, beziehungsweise mindestens eins. Weil ich echt überlege, diesen Mittwoch, eigentlich wäre diese Woche Vlogwoche, aber ich überlege tatsächlich, diesen Mittwoch einfach ein Hauptvideo hochzuladen, damit es einfach dieses Jahr noch kommt, weil dieses Jahr kommen, glaube ich, eh keine Weihnachts- und Silvestervideos und ich glaube, ich werde auch nicht über Weihnachten und Silvester eine Pause einlegen. Habe ich ja letztes Jahr auch nicht, aber weil ja auch Weihnacht- und Silvestervideos kamen und ich glaube, ich werde trotzdem mittwochs und sonntags einfach Videos hochladen. Und entweder mache ich halt Vlogwochen oder zwischendurch mein Hauptvideo oder so. Ich muss mal gucken, wie ich das handhabe. Aber es gibt ein Video, was ich auf jeden Fall für dieses Jahr noch raushauen will. Und das ist mein Geburtstagsgeschenke-Video. Das habe ich ja jetzt lange genug herausgezögert. Und deswegen will ich das unbedingt eigentlich morgen abdrehen, damit ich das vielleicht sogar diesen Mittwoch schon hochladen kann. Ich meine, ich könnte es rein theoretisch auch nächsten Mittwoch hochladen. Aber ich glaube, das ist mir lieber, weil ich habe jetzt auch eh, also ich. Für ein Haul hätte ich bestimmt wieder genug Sachen da, aber nö, ich glaube, ich mache das jetzt so, weil Vlogs habe ich ja eh nicht so übermäßig viele und es kommt ja sowieso jeden Sonntag ein Vlog. Und ansonsten, wenn ich mal keine Zeit für ein Hauptvideo habe, mache ich ja wahrscheinlich eh eine Vlogwoche. Also von daher mache ich mir diesbezüglich eigentlich gar keine Gedanken. Heute ist auch ein Vlog vom 1.-2. November online gegangen. Das ist jetzt einen Monat her oder über einen Monat zwar, aber ich film ja auch nicht jeden Tag. Also deswegen, wenn es hochkommt, einmal die Woche. Und selbst das schaffe ich nicht. Also deswegen. Deswegen, mein Plan ist eigentlich morgen zu drehen, damit ich das dann vielleicht sogar direkt schneiden kann. Dienstag, ich weiß gerade gar nicht, wie ich Dienstag arbeite. Ich glaube, ich habe Dienstag Frühschicht oder so. Dann kann ich nämlich Dienstag vielleicht auch nach Arbeit das Video direkt schneiden, falls ich jetzt im Morgen keinen Bock mehr habe, das zu schneiden. Und ich den restlichen Tag lieber auf der Couch verbringe. Schneide ich das Video Dienstag nach Arbeit und dann könnte das Mittwoch online gehen. Mal schauen. Ich arbeite ja nächste Woche Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag und habe am Wochenende wieder frei, wenn alles so bleibt, wie es ist. Ich hoffe, weil der Plan ist, dass wir am Samstag auf den Weihnachtsmarkt gehen und das wäre mega cool, wenn ich da frei habe. Ich weiß, 2 Wochen hintereinander frei, aber dafür habe ich ja letzten Monat auf jeden Fall jedes Wochenende gearbeitet, bis auf das, wo ich im Urlaub war. Also bis auf ein Wochenende. Naja, wie auch immer, mal schauen. Ja, bin ja jetzt auch immer jedes Wochenende arbeiten. Bis auf die, die ich mir jetzt frei, jetzt diesen Monat, wo ich im Urlaub bin und dieses, wo ich auf dem Weihnachtsmarkt bin. Ansonsten arbeite ich ja immer samstags und sonntags. Oder Samstag oder Sonntag, je nachdem. Manchmal auch nur einer von beiden Tagen, aber reicht schon. Wie auch immer. Was ich euch eigentlich sagen wollte, ich habe am Freitag, bevor wir in den Urlaub gefahren sind, wir hatten, oder in den Kurzurlaub, hatte ich noch ein bisschen Zeit und habe gefrühstückt und habe tatsächlich Riverdale zu Ende geguckt. Die 5. Staffel ist es ja, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und ich wollte euch eigentlich noch ein Fazit abfilmen, habe ich aber nicht geschafft, und dachte, ich mache es jetzt einfach. Mein Fazit zur 4. Staffel ist bestimmt in der Infobox und in der Infokarte verlinkt, falls ich es finde. Ich hoffe, ich sage das jetzt auch richtig mit 4. und 5. Staffel, aber ich glaube, die jetzt, wo die Folgen gerade nach und nach rauskommen, ist, glaube ich, die 6. Staffel. But I'm not really sure. Wie auch immer. Ja, wie fand ich die 5. Staffel? Also ich muss sagen, am Anfang dachte ich eigentlich wieder, ganz cool. Dann kam die Abschlussfolge, weil die ja ihren Abschluss an der Highschool gemacht hat. Und das waren ja so Folge 2, 3. Und danach waren sie ja quasi erwachsen, so 7 Jahre später oder so. Und das fand ich dann eher wieder so, okay, war jetzt nicht so cool. Tatsächlich. Aber ich muss sagen, ich finde ja auch die ganze Serie nicht mehr so cool, wie ich sie immer am Anfang fand. Ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, was ich zur 4. Staffel damals gesagt habe. Aber
Ja, also es ist, glaube ich, es ist und bleibt einfach dabei, dass ich die ersten beiden Staffeln am geilsten fand. Ne? Wenn ihr auf das Video klickt, wo ich mein Fazit zur vierten Staffel sage, da ist ja wiederum das Fazit zur dritten Staffel verlinkt und so weiter. Ja, aber wie gesagt, also die Serie ist eh nicht das, was sie mal war. Sie hat ja ab der dritten Staffel die komplett abgebaut. Die ersten beiden Staffeln waren wirklich die besten. Es hätte so eine gute Serie werden können. Ich gucke die Serie einfach nur weiter, erstmal, weil ich sie irgendwann mal angefangen habe und sie zu Ende gucken will. Und dann habe ich immer gesagt, Riverdale ist meine Lieblingsserie, aber einfach, weil ich mich damals in die erste Staffel so verliebt habe und die zweite war ja auch noch richtig gut. Das Einzige, was mich gestört hat, ich weiß nicht, ob das ab Staffel 2 schon war oder erst ab Staffel 3, aber ich glaube, es war schon ab Staffel 2, dass sie so eine Musical-Folge mit reingebracht haben. Hat mich irgendwie gestört und ich bin die Letzte, die sagt, dass sie Musical stören, weil ich, hallo, High School Musical war meine Kindheit und ich liebe Musical-Kram und tralala, aber bei Riverdale hat es meiner Meinung nach einfach nicht gepasst. Obwohl es jetzt in der jetzigen Staffel tatsächlich ging. Es war okay, die Folge, aber ich glaube, weil ich alle Folgen einfach nur okay fand. Es hat mich nicht krass abgeholt oder so. Das Einzige, worüber ich mich gefreut habe, Achtung, Spoiler. Irgendwie habe ich mich ein bisschen. Also ist es traurig, dass Betty und Jughead nicht mehr zusammen sind. Und auch die Darsteller in Wirklichkeit nicht mehr zusammen sind, also Lily und Cole. Aber ich muss sagen, ich weiß noch, dass ich bei der ersten Staffel damals gesagt habe, dass ich die Kombination Archie und Betty eigentlich total süß finde, weil Betty ja damals eigentlich in Archie verliebt war. Und ich das ja eher am Anfang sogar unangenehm fand, die Konstellation mit Jughead. Und das waren ja alle, haben die ja übel geschippt und sich darin direkt verliebt. Und ich war ja in der ersten Staffel noch voll auf Betty und Archie. Und ab der zweiten Staffel habe ich ja dann auch auf jeden Fall mega krass Betty und Jughead geschippt und fand es richtig toll. Und hätte mir das auch nicht mehr anders vorstellen können. Aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt trotzdem so ein bisschen gefreut jetzt am Ende. Weil ja doch irgendwie Betty und Archie immer in der jetzigen Staffel viel miteinander hatten und am Ende ja scheinbar sogar zusammengekommen sind. Und ich habe mich so ein bisschen gefreut, weil es ja doch so ein bisschen den Vibe von der ersten Staffel wiedergibt. Und ich mir dachte, ja, das war das, was ich mir früher gewünscht habe. Nichts gegen Buckhead, ich liebe Betty und Jughead und es wäre auch schön, wenn die beiden zusammengekommen wären wieder oder auch, ne, wenn das mit Veronica und Archie geklappt hätte und so. Aber ich muss sagen, ich habe mich trotzdem so ein bisschen gefreut dafür. Keine Ahnung. Aber ich sag ja, das ist das, was ich meine. Die komplette Serie, Spoiler Ende, die komplette Serie ist für mich, ich habe mich so in die Charaktere einfach damals verliebt, dass ich trotzdem, glaube ich, einfach diese Empathie zu jedem einzelnen Charakter fühle. Und es waren so viele Charaktere nicht mehr dabei in der Staffel jetzt, was ich sehr schade fand. Dafür waren viele neue Gesichter mit dabei. Obwohl viele gingen, glaube ich. Also doch ein paar auf jeden Fall. Aber das war auch in Ordnung und die waren auch nicht schlecht und so. Aber ja, die ganze Serie hatte einfach übel abgebaut. Und ich muss sagen, wenn die sechste Staffel dann jetzt rauskommt, also ich freue mich, dass es noch weitergeht, keine Frage. Also weil jetzt das Ende ja doch irgendwie trotzdem noch ein bisschen offen ist und so. Aber wenn die sechste Staffel dann abgeschlossen ist. Ich hoffe, die sechste Staffel ist die letzte Staffel. So ein bisschen, weil ich habe das Gefühl, die wollen das nur noch unnötig in die Länge ziehen und das muss nicht sein. Denn Riverdale hat leider sehr abgebaut und war mal besser, als es mittlerweile ist. Ich weiß von so vielen Leuten, die damals die erste Staffel und vielleicht sogar noch die zweite Staffel geguckt haben. Oder nee, die haben die erste und die zweite Staffel geguckt und dann vielleicht sogar noch die dritte Staffel, aber die waren schon ab der dritten Staffel komplett abgeneigt, weil sich das in eine Richtung entwickelt hat, die alle, glaube ich, scheiße fanden. Ja, dass tatsächlich so viele irgendwann aufgehört haben, Riverdale zu gucken. Ich weiß, es gab auch trotzdem oder gibt auch trotzdem noch richtig viele Riverdale-Fans, aber so viele mögen zwar Riverdale, aber sagen auch, die ersten beiden Staffeln waren einfach die besten. Es ist voll schade, dass sich das so entwickelt hat, muss ich auch ehrlich zugeben. Aber es hat halt nichts daran geändert, dass ich die Charaktere an sich trotzdem sehr gerne mochte. Auch wenn ich jetzt manchmal dachte, bei manchen Szenen so, also wirklich, warum? Aber ich habe irgendwie mitbekommen, dass die sechste Staffel nochmal ein bisschen abgespaced werden soll. I don't know, ich weiß es nicht.
weiß nicht, ich bin sehr gespannt. Also manche Charaktere haben eine merkwürdige Entwicklung durchgemacht, muss ich dazu sagen. Bei manchen war es vielleicht absehbar, aber es ist irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Merkwürdig irgendwie alles so ein bisschen, ehrlich gesagt. Es ist halt auch nicht mehr das, was es mal war. War gut, also ich konnte es mir angucken. Es war jetzt nicht todeslangweilig und ich dachte mir, oh, ich will es gar nicht gucken. Wie gesagt, dafür habe ich einfach zu sehr diese Bindung zu den Charakteren, ehrlich gesagt. Ich fand die damals einfach klasse, die Charaktere. Ich habe mich so ein bisschen in die Hauptfünf, so ein bisschen verliebt in die Hauptfünf Teenager. Und mag die halt trotzdem noch alle. So, deswegen, keine Ahnung. Weird. Naja, wie auch immer. So viel zum Fazit von Riverdale. Ich will da auch gar nicht so viel zu sagen, weil ich glaube, das wird sich auch nicht so viel ändern tatsächlich. Ich weiß nicht, was ich dir in den letzten Staffeln so gesagt habe, aber ich glaube, so viel anders ist es nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ja, was soll's. Achso, übrigens liegt hier Eddie. Kleine Bibi. Ja, das so mein Fazit zu Riverdale. Ich werde jetzt, glaube ich, auch ins Bett gehen. Ich weiß jetzt auch noch gar nicht, was ich als nächstes gucke. Ob ich jetzt Heroes weitergucke, weil da habe ich ja erste Staffel beendet und müsste jetzt mit der zweiten Staffel anfangen. Oder irgendwelche Serien haben doch noch neue Staffeln rausgebracht. War das nicht Big Mouth oder so? Ich bin mir nicht sicher. Aber gucke ich jetzt erstmal eine neue Staffel von Big Mouth oder gucke ich jetzt erstmal Heroes weiter? Ich bin sogar so ein bisschen überfragt. Oder kommt demnächst noch von irgendeiner Serie eine neue Staffel raus, die ich dann erstmal gucken müsste? Eigentlich nicht, oder? Ich weiß es nicht. In letzter Zeit kamen so viele neue Staffeln raus. Das war so ein bisschen, help. Ja, Staffel 5 ist tatsächlich rausgekommen bei Big Mouth. Gucke ich die erst? Es ist ja immer nicht viel, ne? Wie viele Folgen? 10 Folgen? Und dann immer nur eine halbe Stunde. Vielleicht gucke ich das zuerst. Weil Haus des Geldes... Ach, Haus des Geldes, sag ich schon. Riverdale hat ja jetzt wieder relativ viele Folgen. Obwohl ich sagen muss, eine Folge hat ja eh immer normale Serienlänge. Also 45 Minuten im Schnitt. 40 bis 45 Minuten. Die hatten jetzt 19 Folgen. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Staffel 4 hatte doch, glaube ich, auch 19 Folgen, oder? Ja, genau. Aber die wurde, war das nicht die Staffel, die abgebrochen wurde? Wegen Corona? Und dann haben sie gesagt, machen sie die anderen Teile einfach in Staffel 4. Und waren die anderen Teile dann die Folgen, die bis zum Abschluss gingen? Oder ich bin einfach verwirrt, ehrlich. 22 Folgen hatte nämlich Staffel 3. Und Staffel 2, glaube ich, auch, oder? Ja, auch 22 Folgen. Ich sag ja, die hatten immer mal ein bisschen mehr. Also schon ein paar mehr Folgen. Okay, die erste Staffel hatte 13 Folgen. Das war ja auch das Krasse, ne? Die erste Staffel hatte ja damals so wenig Folgen im Gegensatz zu den anderen. Aber ja, ich bin gespannt, wie viele Folgen dann die sechste Staffel haben soll. Da kommt ja jetzt immer jeden Mittwoch. Oder jeden Mittwoch. Auf jeden Fall kommt jetzt ja wieder einmal die Woche oder alle zwei Wochen irgendwie eine neue Folge raus. Bin ich gespannt. Da sind jetzt bisher 4 Folgen raus. Folge 5 kommt jetzt den Mittwoch, den kommenden. Ja, keine Ahnung. Da warte ich jetzt auf jeden Fall auch, bis die komplett raus ist. Ja, vielleicht gucke ich als nächstes Big Mouth, weil sich das jetzt so schnell gucken lässt. Und dann gucke ich erst vielleicht Heroes weiter. In der Hoffnung, dass jetzt erstmal demnächst nichts Neues also neue Staffeln irgendwo rauskommen, damit ich dann wirklich in Ruhe Heroes weiter gucken kann. Ich weiß noch nicht, mal gucken. Weil ich glaube, es ist cooler, wenn ich das wirklich dazwischen schiebe, weil dann weiß ich auch, dass ich das dann hinter mir habe und alles cool und so. Dann weiß ich nämlich, dass ich alles geschafft habe und ganz in Ruhe Heroes gucken kann, dass nicht noch irgendwas in den Startlöchern steht. Obwohl ich weiß, dass ja eine neue Staffel Lock and Key rausgekommen ist. Vielleicht gucke ich die auch noch, ich weiß es noch nicht. Ich sag's euch, wie es ist momentan ein bisschen schwierig. Aber Lock and Key hat ja auch immer nicht so viele Folgen. Gehen zwar, glaube ich, auch normale Serienlänge oder sogar eine Stunde. Das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Aber die haben ja, glaube ich, auch nicht viele Folgen. Ich glaube, 10 oder so. Ob ich das beides noch dazwischen schiebe und dann erst Heroes weitergucke. Oder ob ich jetzt sage, ich gucke jetzt erstmal Heroes. Dann gucke ich Big Mouth eine Folge. Also ich gucke die zweite Staffel Heroes. Dann gucke ich die Staffel Big Mouth. Dann gucke ich die dritte Staffel Heroes, dann gucke ich die neueste Staffel Lock and Key und dann gucke ich erst die vierte Staffel Heroes. Aber das ist auch scheiße, wenn ich mal so viele Pausen dazwischen mache, oder? Ich weiß es noch nicht. Ich entscheide, glaube ich, morgen spontan. Also wenn ich morgen nicht drehe oder relativ schnell fertig bin mit dem Drehen und auch nicht schneide oder was auch immer
und ich mich dann schnell entscheide, auf die Couch zu gehen, dann entscheide ich spontan, ob ich das Neueste von Big Mouth oder Lock and Key gucke oder wie auch immer, oder ob ich Heroes weitergucke. Das entscheide ich dann, glaube ich, morgen ganz spontan. Guti, vielleicht melde ich mich morgen nochmal, vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Das war's soweit erstmal. Könnt ihr jetzt eigentlich meine Wimpern besser sehen? Ich bin jetzt relativ nah am Licht dran. Das sieht jetzt gerade gar nicht mehr so pink aus. War voll schön, oder? Also ich muss sagen, ich mag das ganz gerne mit dem gefärbten Wimpern. Finde ich ganz gut. Ja, und hier ist der neue Pickel und ach, da denkt man so, oh, meine Haut wird besser. Und dann denkt sich meine Haut, nein, nein. Naja, gut. Das war's dann soweit erstmal. Vielleicht, wie gesagt, melde ich mich morgen nochmal. Mal gucken. Wenn ich es nicht schaffe, dann erst wieder am Wochenende. Und wenn ich es auch nicht schaffe, vielleicht danach die Woche. Dann ist auch schon Weihnachten. Wir werden sehen. Juti, Peace.